Vor allem die Porta Nigra zieht. Durch sie gilt die Simeonstraße in Trier deutschlandweit als eine der meistbesuchten Einkaufsmeilen. Aber auch dort, sogar in 1A-Lagen, stehen manche Geschäfte leer. Einzelhandelsverbände wie die City-Initiative sagen, das liegt auch an teils horrenden Ladenmieten. Quadratmeterpreise von rund 100 Euro seien für Ladenbetreiber schwer zu stemmen. Onlinehandel ist stärker geworden, dadurch fehlen uns auch Umsätze. Da ist es einfach nicht mehr zu erwirtschaften. Nur bei, wenn man es mal umrechnet, Ladenmieten von bei 100 Quadratmeter von 10.000 Euro, kann man sich schon vorstellen, wie viele T-Shirts man dafür verkaufen muss. Und so manchen Leerstand, den gibt es auch in der Trier Galerie, obwohl sie im Herzen der Stadt liegt. Die City-Initiative stellt fest, dass auch in anderen Städten Einkaufsgalerien nicht mehr so stark Kunden anziehen. Ich denke, einfach durch eine Fußgängerzone zu flanieren, ist interessanter, als durch eine sterile Mall zu gehen. Nun, natürlich hat man da auch Cafés drin, aber auch hier in unserer Fußgängerzone sind viele kleine Cafés, wo man draußen sitzen kann, ist eigentlich viel schöner. Interessant ist eine Mall natürlich dann, wenn es regnet. Dieses Warenhaus ganz in der Nähe schließt bis Ende der Woche. Damit macht der Konzern den zweiten Standort in Trier innerhalb von 4 Jahren dicht. Denn der ehemalige Karstadt hat sich schon 2020 verabschiedet. Das Gebäude braucht ein neues Konzept. Einen Hoffnungsschimmer gibt es. Ein Investor plant, in das ehemalige Karstadt-Gebäude eine Markthalle zu bringen mit regionalen Produkten und auch kleinen Cafés. In die oberen Etagen soll ein Hotel einziehen. Branchenexperten sagen, dass das auch gute Chancen hätte, Menschen anzuziehen. Aber bis hier etwas Neues eröffnet werden kann, werden noch mindestens 3 Jahre vergehen. Auch beim Branchentreff der IHK Koblenz ging es um Innenstadtentwicklung, darum, wie trotz des Onlinehandels Leute zum Einkaufen in die Fußgängerzone kommen. Wie kann man Aufenthaltsqualität gemeinsam auch gestalten? Wir merken gerade in dem Sommer wieder, dass die heißen Tage die Menschen eher aus den Städten rausziehen. Da geht es darum, wie kann man zum Beispiel auch Plätze schön gestalten, dass sie einladen, auch schattig auch noch mal Zeit zu verbringen. Also vieles, was man gerade auf der kommunalen Ebene auch umsetzen kann. Und mir geht es darum, als Landeswirtschaftsministerin das zu begleiten, das zu unterstützen und das auch ein Stück weit mit den Verantwortlichen vor Ort zu moderieren und dann umzusetzen. Auch in Trier soll die Innenstadt grüner und gemütlicher werden. Ein Anfang ist gemacht. Das braucht eine Stadt, um attraktiv zu sein. Es gibt noch viele Baustellen in der Fußgängerzone. Die Innenstadt in Trier ist auf dem Weg, um Menschen anzulocken, zum Bummeln, Schauen und Shoppen.